Das Volk fordert immer mehr von den Früchten des Ackers. Obwohl man es eigentlich weit mit der Züchtung gebracht hat, kann man sich ab jetzt das Pflügen und Kraft sparen. Nun kommt der Wohlstand vorbei mit Dünger im Lastwagen. Zusätzliche Schädlingsbekämpfer waren im Angebot. Schon seit 1940 dank Monsanto. Aus der Agrarchemie entwickelte sich besagter Kampfstoff, der im Krieg als Agent Orange nach Vietnam floh. Das Ungeziefer hat sich angepasst an das Pestizid, ist resistent geworden wegen Monokultur der Industrie. In großen Laboren erforschte man sofort das Defizit, weil man mit Mais und Sojabohnen großes Geld verdient. Nun verkauft man gentechnisch veränderte Saat und sichert sich rechtlich ab. Per Händlervertrag kommt der finanzielle Kollaps, fehlt die Nahrung den Armen. Doch der Konzern verdient mit transgenen Pflanzen Milliarden. Immer weiter, trotz gerichtlicher Sammelklagen. Die Firma bezahlt Bauern, die ihre Nachbarn verraten, wenn Patentrechte verletzt werden. Zwischen Vertragspartnern schicken sie Genpolizisten und durchsuchen die Farmen. Und man hat schon vorgesorgt mit fanatischem Eifer. In Norwegen entstand der weltgrößte Samenspeicher, damit die Originale der Arten erhalten bleiben, während sich Gendefekte auf der Landkarte verbreiten. Wir sagen's lautstark, die Zukunft liegt im Regionalen. Es macht keinen Sinn, die Waren um die halbe Welt zu karren. Bis die Staaten ihr Denken verändert haben, übernehmen genveränderte Pflanzen die Welt mit Enterhaken. Wir brauchen keine künstlich veränderten Gene, um die Probleme der Menschheit zu lösen. Sind wir dazu bestimmt, die Evolution zu beleben? Oder ist der Plan nur Händler des Bösen? Wir brauchen keine künstlich veränderten Gene, um die Probleme der Menschheit zu lösen. Sind wir dazu bestimmt, die Evolution zu beleben? Oder ist der Plan nur Händler des Bösen? Gene verseucht, auf den Feldern jetzt verkrüppelte Früchte. Die Konzerne selber sagen nur verrückte Gerüchte. Der Westen ist mächtig und leider süchtig nach Gelüsten. Da haben die Armen keine Wahl und müssen sich bücken. Südamerika seit Ewigkeiten Züchter vom Mais. Werden vergiftet, Industrie bringt uns kein Glück, sondern Leid. Brüchiger Boden, längst ist all das Leben verzogen. Es regnet von oben Chemie in nicht gerade mäßigen Dosen. Multinationale Konzerne kennen leider nur Profit, verschweigen das Konzept und wir leiden alle mit. Die Ernte ist schwach, würde verkommen mit nichts, sondern gereifte Früchte gibt es nur mit tonnenweise Gift. Zigtausend Insekten verenden im Säureschauer. Andere kämpfen sich die Oberhand, legen sich auf die Lauer, warten auf die Gelegenheit, sie passen sich dem Modus an. Eine weitere Episode im menschlichen Totentanz. Im ersten Jahr die Saat umsonst, nächstes Mal mit Aufpreis. Finanzielle Folter für das Volk ohne Toleranz. Bauern hängen sich auf, da man ganze Länder missbraucht. Soldaten in voller Kampfmontur stürmen Hänge herauf, halten die Menge in Zaum. Diese bestaunt Wunder des Westens, Vertreter zeigen den Ausweis, denken sie kennen sich aus. Die Männer unterschreiben den Pakt mit dem Teufel ohne Bedenken, doch diese Taktik ist nicht brauchbar, beschwört das Ende herauf. Wir sagen's lautstark, die Zukunft liegt im Regionalen. Es macht keinen Sinn, die Waren um die halbe Welt zu karren. Bis die Staaten ihr Denken verändert haben, übernehmen genveränderte Pflanzen die Welt mit Enterhaken. Wir brauchen keine künstlich veränderten Gene, um die Probleme der Menschheit zu lösen. Sind wir dazu bestimmt, die Evolution zu beleben? Oder ist der Plan nur Händler des Bösen? Wir brauchen keine künstlich veränderten Gene, um die Probleme der Menschheit zu lösen. Sind wir dazu bestimmt, die Evolution zu beleben? Oder ist der Plan nur Händler des Bösen? Der Siedepunkt ist nun erreicht. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Natur das Gleichgewicht wiederherstellen wird.